24 Tage sind rum und das bedeutet, heute öffnet sich das letzte Türchen am Adventskalender. Es geht nochmal um das Thema Display am Arduino. Diesmal eine Anzeige, die über einen I²C oder Englisch I²C-Bus verbunden wird. Der große Vorteil ist, wir brauchen nur 4 Anschlussleitungen. 2 davon sind einfach die Spannungsversorgung und es reichen 2 Datenleitungen. Im Schnelldurchlauf erklärt, ist der I²C-Bus eine Zweidrahtverbindung, an die theoretisch parallel bis zu 128 Geräte angeschlossen werden können. SDA steht für Serial Data und ist die eigentliche Datenleitung. Damit die Impulse richtig verstanden werden, werden alle Geräte über SCL, Serial Clock, synchron getaktet. Am Arduino kommen die Leitungen an A4 und A5. Beim I²C-Bus ist einer der Chef im Ring, also der Master, der bestimmt, was gemacht wird. In unserem Fall ist das der Mikrocontroller. Damit klar ist, wer mit wem redet, bekommt jedes Gerät eine feste Adresse. Erst wenn die übermittelt wird, reagiert das Gerät. Die anderen hören nur mit. 16 Adressen sind für Spezialzwecke reserviert, wodurch die Zahl der möglichen Geräte in der Praxis auf 112 sinkt. Wie das Verständigungsprotokoll aussieht, müssen wir erstmal noch nicht so genau wissen, denn wir haben uns in Teil 20 nicht umsonst die Programmbibliothek Liquid Crystal I²C installiert. Die brauchen wir jetzt nur noch in das Programm einzubinden. Als erstes melden wir unser Display an. Dazu brauchen wir nur die Adresse und die Zahl der Zeichen und Zeilen. Unser Display kann 4 Zeilen mit je 20 Zeichen darstellen. Die Adresse muss man aus dem Datenblatt entnehmen. Es gibt aber auch Scannerprogramme, die den Bus nach angeschlossenen Geräten durchsuchen und deren Adressen anzeigen. Den Code dafür findet man im Netz. Ich setze in die Videobeschreibung mal einen Link auf eine Quelltextdatei. Die eigentliche Ansteuerung ist ähnlich wie bei unserem letzten Display. Mit lcd.init wird das Display gestartet. Mit Backlight wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet. No Backlight würde sie wieder ausschalten. Die Textausgabe ist wieder ganz normal. Mit Set Cursor wird die Startposition festgelegt und mit Print der Text ausgegeben. Das war der Endspurt für dieses Jahr. Ich bedanke mich bei allen für das Interesse. Bleibt mir nur noch, euch und natürlich euren Familien für die kommenden Tage ein friedliches Weihnachtsfest zu wünschen und falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut!